Hallo, herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu einem weiteren Video für dich. Mit dem Titel Bitte wer? Hier geht es darum, dass eine ganz bestimmte Person auf dich zukommen wird. Egal, ob in der Liebe, in der Freundschaft, im Beruf, die dir ein Wegbegleiter sein wird. Ob kurzfristig, mittellang oder auf Dauer, das werden wir uns hier anschauen. Aber vor allem, was ist das Ausschlaggebende an dieser Person? Worin unterstützt sie dich oder musst du dich gar in Acht nehmen vor ihr? Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf und du wirst automatisch weitergeleitet. So, bitte wer? Für die Jungfrau. Vielversprechend. Ich warte noch die nächsten Karten ab. Also, die Person, die auf dich zukommen wird, auf dich zukommen möchte, ist entweder schon vergeben, beziehungsweise sie kommt dann auf dich zu, wenn du vergeben bist. Diese Person ist sehr respektvoll dir gegenüber und würde nie etwas tun, was dir schaden könnte. Die Absicht dieser Person, warum sie dir auf deinem Weg mitgegeben wird, ist, dass sie dich zu dir selbst zurückbringen soll. Für dich ist diese Person erst einmal, die Karte ist verkehrt herum rausgekommen, für dich ist diese Person erst einmal gar kein Thema, was das Romantische anbelangt. Im Gegenteil. Und du wirst dir denken, warum kommt diese Person auf mich zu? Oder auch wenn es eine Person ist, die du als dir übergestellt empfindest, das bedeutet zum Beispiel beruflich, dass sie eine höhere Position einbezogen hat, eine höhere Position hat als du, dass es eine Person aus dem öffentlichen Leben ist, einen anderen Bekanntheitsgrad hat als du, dass du dir denkst, was will diese Person von mir? Warum gibt sie sich mit mir ab? Also du deinen Wert schon minderst. Doch diese Person ist gerade aus diesem Grund bei dir. Es kann auch sein, dass dich diese Person mit der Zeit so mitreißt, dass wenn du in einer Partnerschaft bist, diese Partnerschaft in Frage stellst, weil du mit dieser Person zusammenkommen möchtest, falls sie gegengeschlechtlich ist oder auch gleichgeschlechtlich. Die Karte flog ganz weit weg. Ja, definitiv ein Neubeginn. Ein Neubeginn in eine neue Zeit. Eine Zeit der Wahrnehmung, der Anderswahrnehmung. Eine Zeit, die dir den Flow, den Fluss des Lebens näher bringen soll. Und deinen Standpunkt, sagen sie, deinen Standpunkt im Leben aufweisen soll. Wie du mit dem Außen interagierst, wie du mit dem Außen interagieren kannst, neue Ansichtsweisen, Wahrnehmung, neue Ausrichtung.
Diese Person ist definitiv entweder erst vor kurzem in dein Leben getreten, beziehungsweise muss erst noch in dein Leben treten. Es kann auch gut möglich sein, dass diese Person dich so mitreißt mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Energie, dass es für dich definitiv ein neuer Start in der Liebe sein wird. Ein neuer Start in der Liebe, der aber nicht sofort von heute auf morgen beginnt, ich höre nicht von heute auf morgen über den Zaun gerissen wird, sondern es ist etwas, eine Liebe auf eine andere Art und Weise. Es ist eine Liebe auf Seelenebene. Du wirst dadurch sicherlich mit dieser Person ein Mitglied deiner Seelenfamilie wiederfinden. Sie sagen, es war vorhergesehen, dass ihr euch findet in diesem Leben oder wiederfindet. Es geht um Grenzen. Grenzen wahrnehmen. Grenzen fallen lassen. Die Wahrnehmung. Mit dieser Person wird sicherlich deine Wahrnehmung mehr geschult werden. Aber du lernst auch, dich abzugrenzen. Es kommt das Wort Vereinnahmen. Moment. Du magst zwischenzeitlich Angst haben, dass dich diese Liebe vereinnahmt. Doch es kann durchaus auch eine platonische Liebe sein. Vor allem, wenn sie aus deiner Seelenfamilie eben kommt, kann eine ganz, ganz starke Verbindung wahrgenommen werden, die du vielleicht eventuell erst einmal blockst, weil du nicht weißt, wie damit umzugehen ist. Doch nachdem du in den Eremitenzustand gegangen bist, liebe Jungfrau, was dich ja ausmacht, nachdem du ja immer sehr viel mit dir selbst ausmachst, wirst du erkennen, dass du vertrauen kannst, vertrauen darfst und vertrauen sollst. Für einige von euch nehme ich aber auch ganz klar wahr, dass, ich kriege hier mehrere Storylines rein, bitte wendet es an, wie es für euch passt, dass diejenigen, die in Partnerschaft sind, die Partnerschaft von heute auf morgen lösen werden, um sich dieser neuen Person zu widmen. Andere dagegen verschanzen sich hinter dieser Partnerschaft, um erstmal Zeit zu gewinnen. So nach dem Motto, ja, ich bin in einer festen Partnerschaft, ich bin verheiratet, ich bin liiert, was auch immer, um diese Person erstmal auf Abstand zu halten. Doch das wird knallhart transformiert werden. Also keine Chance gegen die Liebe, liebe Jungfrau, egal ob es eine wirkliche Liebe zwischen Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich ist oder ob sie auf platonische Weise ist. All deine Gedanken darüber, leider muss ich sagen, deine begrenzten Gedanken werden früher oder später über Bord geworfen. Es ist ein Wiedererkennen, ein Wiedersehen zweier Seelen, die sich vor unendlich langer Zeit gefunden haben. Ihr habt auch schon zwei gemeinsame Leben hinter euch gebracht, höre ich. Sie sagen, es gilt nun, dort anzuknüpfen, wo ihr diese Leben beendet habt. Diese Person,
diese Liebe, die du wahrnimmst, mag für dich, liebe Jungfrau, oft sehr überfordernd sein, aber im positiven Sinne. Also sie überfordert dich, das ist jetzt wieder unlogisch, aber du wirst mich schon verstehen. Sie wird dich im negativen Sinne überfordern, weil du Hilflosigkeit spürst, weil du nicht weißt, was das ist, weil es so groß ist, so intensiv, so stark, diese Verbindung. Auf der anderen Seite ist es positiv, weil du mitgerissen wirst in etwas, was du bis heute noch nicht kanntest. Vor allem, was dich an dieser Person wahnsinnig fasziniert, ist der Facettenreichtum des Äußerlichen wie des Innerlichen, der Persönlichkeit. Diese schillernde Persönlichkeit höre ich. Sie empfehlen dir immer wieder, wenn du ins Straucheln kommst, überfordert wirst, dich nach oben zu wenden, sei es im Geiste, wie aber einfach nach oben zu blicken, in den Himmel, im Freien und einfach in das Grenzenlose zu sehen. Das hilft dir, dir deine Ängste und Zweifel zu nehmen. Was können Sie noch sagen? Es ist für dich eine Transformation, weil Alteingefahrenes mit dieser Person, also auch Glaubenssätze oder irgendwelche überholten Prinzipien, die werden so weggerissen. Und du kommst immer wieder ins Staunen, immer wieder ins Überlegen, so ohnmächtig fast, aber ich habe ein positives Gefühl, es ist kein negatives Gefühl, dass du so sagst, Wahnsinn, sagenhaft, was gerade passiert. Das Einzige, wo du, wie gesagt, ins Straucheln kommen kannst, ist dieses dich öffnen, dich dieser Magie öffnen. Es ist eine Person, die dich mitreißt mit ihrer Energie. Ja, Solarplexus. Diese Person wird oft, bevor du redest, schon deinen Satz beenden. Diese Person macht etwas mit dir energetisch. Sie ist sogar fähig, entweder bewusst oder unbewusst, dir deine Chakren auszugleichen. Diese Person trägt sehr gerne grün. Ich habe auch ein grünes Jackett an. Es will jetzt nicht heißen, dass ich das bin, ja? Ich interpretiere hier die Karte. Diese Person kann durchaus längere Haare haben, beziehungsweise ein Thema mit Haaren. Das heißt, eventuell verschiedene Haarmoden im Laufe des Lebens mitgemacht haben oder sehr auf die Haare achten. Diese Person, wenn du sie anschaust, blendet sie dich manchmal. Und du kannst dem Blick dieser Person oft nicht standhalten. Weil diese Person dich so, wie ist das Wort bitte? Bedingungslos anschaut. Ja. Diese Person umgibt sich gerne mit Pastellfarben. Diese Person ist für dich eine Tür. Wo war die andere Karte? Ist für dich definitiv eine Tür zur Eigenerkennung und zur Wertschätzung.
Und das schauen wir uns jetzt im Extended an, liebe Jungfrau. Drück auf den Link in der Infobox, du wirst weitergeleitet. Und für diejenigen, die hier aussteigen, mille baci, bis zum nächsten Mal. Ciao.